So, ich muss mal wieder gegen Yasuo in der Top-Lane. Yasuo diesmal mit Ignite. Yasuo diesmal mit Ignite. Normalerweise ja meistens TP. Aber Yasuo Top-Lane, keine Ahnung. Das muss gerade mal überlegen. Haben die überhaupt irgendeine Harmonie? Okay, Zyra-Knockup. Funktioniert das natürlich sehr gut. Und wenn Tristana wen wegkickt, funktioniert das auch sehr gut. Frage ist, wo Lee starten möchte. Golems. Oh ne, das sind Frösche. Golems oder Frösche? Das sind Frösche. Ne, Golems. Das sind die Golems, meine Güte. Manchmal ist das ja vertauscht. Wenn ich von hier unten, wenn ich unten spiele, wenn ich rot starte, sind die Golems unten. Ah, jemand, der. Jemand, der am Anfang direkt smitet. Er hat Ignite. Deswegen kann ich mich auf kein One-on-One einlassen. Scheiße. Good job. Und ich musste nicht flashen. Shaco mit Top, okay. Ja, normalerweise fange ich hiermit ungern an, aber ja, gerade habe ich einfach keine bessere Wahl. Also wenn ich Ulti habe, bin ich stärker als er. Dieses verdammte Geslider, ey. Hat Levelvorteil und der hat immer noch Ignite.
Oh, da hatte ich keine andere Möglichkeit. Ja, da getroffen. War einfach dann einfach vorbei, muss man ganz klar sagen. Also als Show ist es immer schlecht, wenn der Gegner Ignite hat. Muss man wirklich so sagen. Ja, good job. Ich denke, dass ich den gleich killen kann. Darf halt nur nicht komplett failen. Scheiße, gerade hat er doch mehr Schaden gemacht. Wenn der da bleibt, ne, dann riecht das doch nach einem Schoko-Gank. Ich brauche keinen Grund hier zu bleiben. Eine schöne Bart-Ult übrigens. Ah, wieder eine gefeederte Katarina im Team, ha? Huh?
come on, ey. Dieses Getänzel nervt ziemlich. Okay, Shaco ist in der Mitte. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt Mitte geht. Ich denke nämlich, dass ich ihn hier jetzt früher oder später töten werde. War gut. Das müsste der Tower sein. Dann hole ich mir jetzt Boots. Es ist sowieso mal langsam an der Zeit. Boah. What the fuck? Alter. Ist ja nur stupid, der Katarina Damage. Na, mal gucken, ob ich mir den Blue Buff ziehen kann. Die Firma dankt.
Jetzt will er nicht mehr. Meine Güte. Ah, wunderbar. Ah, wunderbar, ehrlich. Show harmoniert echt gut mit Bart. Morello. Ich bin immer sehr dankbar für solche Leute, die mir quasi ins Maul laufen. Schako hatte ein bisschen Respekt. Ich glaube, der hätte mich töten können. Wobei, mittlerweile habe ich heute auch echt viel Cooldown Reduction. Im Moment ist es halt dann auch nicht mehr ganz leicht, mich zu töten. Vor allen Dingen komme ich jetzt auch auf meine 45% wieder. Und ich glaube, das Team ist ein Fall für Ludens. Mittlerweile hat mich das Gold auch schon wieder, hat mich das Item ja auch schon wieder fast um 500 Gold reicher gemacht. Ja, das Ding ist wirklich richtig gut. Muss man ganz klar sagen. Also als zweites Item, wenn das Team ziemlich squishy ist, ja, dann ist es einfach genial.
Fast wäre ich noch in Reichweite für den Jungen gewesen. Blödsinn, Baseface. Hätte ich jetzt vielleicht noch bleiben können, aber... Bei 2k Gold. Nee. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kaufe ich es mir gleich auch noch. Ja, ich hole mir Ludens. Ich hole mir jetzt einfach mal Ludens. Das ist los, auch egal. Kann ich mir auch als letztes Ding dann noch holen. Alles. Schako äumelt hier mit Sicherheit irgendwo noch rum. Oh, wonderful. Mist. Ja, gewordet. Gewordet. Ich würde auch echt gerne das Aufdeck-Item hier benutzen, aber ich liebe es auch einfach so viele Wards zu stellen. Katharina muss ja richtig krass gefeedet werden. Gefeedet sein 15-6, Alter. Bye bye.
Mach nur stupid. Mal gucken, ob Tristana hier nochmal hingeht. Meine Güte. Ah, die Bart-Katharina-Kombo mit Show funktioniert einfach auch sehr gut. GG, gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Worth it. GG.